Hallo liebe Freunde! Wir fanden eine Katze, die komplett mit blauer Farbe bedeckt war, letzte Nacht. Das arme Tier erbrach sich und war in Panik. Ich weiß nicht, ob sie zufällig in einen Farbeimer gefallen ist oder ob jemand es absichtlich getan hat. Wir brachten sie sofort in die Tierklinik, wo die Tierärzte alles Mögliche taten, um die Farbe zu entfernen. Sie benutzten sogar Öl, aber es half nicht. Die Farbe war schon seit einigen Tagen trocken und saß fest in ihrem Fell und ihrer Haut. Wir mussten ihr das gesamte Fell scheren, da die Farbe die Haut stark verletzt hatte. Unter der Farbe fanden wir Maden. Blut und Schmutz hatten ideale Bedingungen für ihre Vermehrung geschaffen. Die Katze litt unerträgliche Schmerzen. Dann wurde die Katze untersucht. Es stellte sich heraus, dass sie von der Farbe geleckt hatte und ihre Zunge, ihr Magen und ihre Nieren geschädigt waren. Wir gaben ihr Infusionen mit Medikamenten. Nach einer langen Behandlung begann sich die Katze zu erholen, aber ihre Pfoten schwollen von den Injektionen an. Auf ihrem Körper blieb keine gesunde Haut übrig. Zum Glück geht es ihr jetzt besser. Die Katze frisst wieder und ihr Appetit kehrt zurück. Wir suchen für sie eine liebevolle Familie. Sie verdient ein besseres Leben. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.